In den USA haben die Menschen an die Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Überall im Land gab es Veranstaltungen, unter anderem am Ground Zero, wo vor 16 Jahren zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers flogen. Inzwischen gibt es hier ein Mahnmal. Viele Angehörige der 3000 Opfer waren da. Die Namen der Toten wurden verlesen. Wenn die Menschen nicht mehr kommen, dann vergessen sie die Bedeutung dieses Tages, auch wenn der Slogan niemals vergessen lautet. Sie gehen ihrem Alltag nach, ohne kurz innezuhalten und nachzudenken, was hier passiert ist und wie viele Menschen ums Leben kamen. Er war mein einziger Bruder. Es ist, als ob es gestern war und es wird kein Stück einfacher. US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania gedachten am Pentagon in Washington, der Opfer. An diesem Denkmal ehren wir mit traurigem und entschlossenem Herzen die Helden, die unsere Sicherheit und Freiheit bewahren. Wir schwören, zusammen zu arbeiten, zu kämpfen und jeden Feind und jedes Hindernis in unserem Weg zu bezwingen. Am 11. September 2001 steuerten Islamisten drei Passagierflugzeuge ins World Trade Center und ins Pentagon. Ein viertes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab.